So, FIFA 21. So, wir sind zurück mit unserer Drittligasaison mit dem FC Schalke. Ja, wir sind ein bisschen, haben einen kleinen Rückschlag bekommen im letzten Spiel. 1 zu 2 gegen Köln verloren, gegen Viktoria. Das war alles andere als eingeplant, aber es kann man nun mal nicht ändern. Es ist halt einfach passiert und ja, schauen wir mal. Gehen wir weiter mit dem nächsten Spiel gegen mit dem Pokal gegen Eintracht Braunschweig. Das wollen wir natürlich klar gewinnen. Das ist unser Ziel. Aber mal gucken. So, weiter geht's. Und da ist der nächste Abgang durch. Stamboli, Schöpf. Stamboli geht nach Aston Villa und Schöpf geht zu Galatasaray Istanbul. Also nochmal 6,5 Millionen, die wir gekriegt haben für uns. Ich weiß gar nicht, wer da noch so auf der Transferliste rumgeistert. Der war. Ja, gut, es sind noch einige tatsächlich hier unten. Es sind noch einige. So, und Gaudino fliegt da jetzt erstmal aus der Startelf. Da war ich sehr, sehr unzufrieden mit ihm. Und auch mit Krüger auf der Außenbahn. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Gucken wir mal. Und Braunschweig ist definitiv eine andere Hausnummer nochmal als Köln. Und da müssen wir echt aufpassen. Aber gut, müssen wir schauen, wie es läuft. Wir wollen ja schon im DFB-Pokal. Zumindest mal in die zweite Runde rein. Dann haben die Bayern sich denn jetzt geholt? Zakaria. Okay, der Transfer ist tatsächlich realistisch, weil der ist tatsächlich auch im Gespräch drin. Irgendwo habe ich nämlich gelesen gehabt, dass die Bayern an Zakaria daran interessiert sind. So, auf geht's gegen Eintracht Braunschweig. Wir haben ja einen ehemaligen Braunschweiger am Kader mit Kobylanski, den ich hoffe, dass er heute ein bisschen was schafft. Ich komme auch nicht momentan an ihm vorbei. Ha, komm, egal. So, okay. Felix Platte, unser Top-Zürcher-Jäger, der soll. Muss nicht sein. Ja, Stress muss nicht sein. Ach, ich habe doch gar keinen Stress, alles gut. So, und jetzt haben wir den DFB-Pokal Braunschweig zu Gast auf Schalke. Erste gegen zwei, dritte gegen zweite Liga. Hier sind die heutigen Mannschaften. So, ja, Felix Platte, 5 Tore in den letzten 3 Spielen. Hat er 4-mal gegen Türkgücü geknipst und jetzt das letzte Spiel beim gegen Viktoria. Und jetzt hoffe ich, dass er das heute auch schafft. Aber wie gesagt, DFB-Pokal ist nochmal eine andere Hausnummer. Wie gesagt, und mein Ziel ist klar der Aufstieg. Pokal müssen wir gucken, so weit wie möglich irgendwie, vielleicht zweite, dritte Runde. Aber dazu haben wir schon mal erstmal eine harte Hausnummer und Braunschweig ist definitiv alles andere als eine einfache Hausnummer. Oder beziehungsweise einfach alles einfach. Alles andere ist einfach. So ist es richtig. Mein Gott. Na gut, wir haben ein bisschen was gut zu machen und hoffen, dass wir es schaffen. Spielmann. Ach, der kommt schon wieder nicht. Ja, geh doch da mal rein.
Ja, das habe ich jetzt dann so. Ah, du wartest aber auch ewig, bis du da mal irgendwann mal eine Position gehst. So, und jetzt kommt er mal durch. Und wieder abgefangen. Die Fangwehr kommen wir mit da nicht. Ja, das gibt gelb. Ja, ist alles gut, alles gut, alles gut bisher. Alles ist gut bisher. Ja! Ah, ja, schade. Ja, die Idee war gut, aber die Umsetzung war alles andere als gut. Und diesmal ist es, diesmal kann er es mit Cola. Kolasinac, ja, der mit der ersten, nächsten, oder mit der, ja, mit der überhaupt ersten Chance eigentlich so im Spiel. Und da ist es nicht. Ah, es kommt jetzt momentan sehr gut ins Spiel rein, aber jetzt haben wir einmal gut von gehalten vom Keeper und einmal diesen Lattenball, der schön aufgepasst hat. Und jetzt vielleicht schon wieder nur Pfosten. Scheiße, ey. Und die dann ja abgeblockt ist. Also momentan sind wir die beste Mannschaft. Und da ist es dann so. 36. Yes! Also zweimal Latte. Also war Aluminium getroffen und jetzt macht's Krüger. Der hat ein bisschen was gut zu machen. Und jetzt funktioniert das Ganze auf einmal. So, und da ist das 1:0 endlich auch gefallen. Weiß ich nicht, gab es gerade mit Geld für Spielbahn, für den Foul, für das Foul vor einer halben Ewigkeit, ziemlich am Anfang der Partie. Aber es ist halt nichts passiert, vorher kein Ball ausgegangen. Ah, den habe ich, ich habe ihn noch gesehen, dass er durchgeht. Ich habe ihn dann noch gesehen, dass er durchgeht. Und da ist der Ausgleich. Das war gut gespielt übrigens von Braunschweig. Das war sehr, sehr gut gespielt. Und da steht das 1:1. 42. Na, hier ist alles offen. Den hätte ich gerne mitgenommen, die Führung zur Pause. Vor allem, weil sie nicht ganz unverdient, nicht unverdient war. Und jetzt haben wir natürlich dieses blöde Ding wieder. Das war auf einmal unentschieden. Ja, jetzt gibt's. Okay, es gibt den Freistoß am Ende jetzt. Ja, war eine Idee wert, aber funktioniert ja nicht so ganz. Und damit steht es 1:1 zur Pause.
So, an uns Zwischenstände: Düsseldorf, Nürnberg in Düsseldorf 1-1, Uerdingen in München 1-1 und Paderborn führt in Kaiserslautern 2-0. Die Partien Mainz, Regensburg und Bochum, Dresden sind noch nicht angepfiffen. So, auf geht's. Zweite Halbzeit. Hoffentlich mit einem positiven Ergebnis, etwas positiveren Ergebnis. So. Ah, gut abgelaufen, Mertan. Und der sieht den Spielmann. Der zieht ihn. Sieht ihn. Und 2-1. 49. Minute. Und es ist natürlich wieder der Torjäger von Linz. Er hat es auch selber machen können. Ich habe von Anfang an gesagt, ich versuche es, dass ich den definitiv auf querlege und damit passt das Ding. Ja, Platte mit dem Tor. Krieg ich den jetzt rüber? Nicht ganz. Schade. Und so. Na, so kommt keiner hin. Der Ball weit weg. Wadi geht immer zum Wasser. Also Wasser rüstet auf, hat er aber schon der Vorstand gesehen. Gündogan haben sie auch geholt. Aber das ist gerade nicht unsere Preisklasse und ist mit bisschen Glück irgendwas hin. Ach, den habe ich gesehen. Habe ich gedacht, du gehst damit. Dann ist was heute mal bei dir außen spielen. Und es gibt die Ecke. Und da ist es. 3-1. Endlich kommen wir an der Ecke durch. Und es ist Pieper. Ja, keine Chance für den Keeper. Auch der Spieler am Pfosten kann es nicht richten. Ja, und da steht es auf einmal 3-1. Erstes Pokaltor, klar. Und genau deswegen habe ich auch da den Ingo geholt, weil er relativ groß ist. Schade. Spielmann. Naja, der kommt nicht durch. Gut gemacht vom Keeper. Jawohl. Jetzt geht er mal durch. Felix Platte. 4-1. Krüger müsste es gewesen sein. Ja. Ja, Sache, da müssen wir was gut zu machen. Und damit ist zumindest die Aufgabe schon mal so gut wie gelöst. Ja. Der Torwart fliegt. Aber kann nichts machen an dem Ding. Und da steht es 4-1. So, und jetzt kann ich auch mal die ersten Wechsel ziehen. Mal ein paar Debütanten reinbringen.
So, und dann gibt es jetzt die Wechsel. Drei Stück an der Zahl. Ja, ich komme noch nicht ganz. Eine wichtige Durchsage. Bitte helfen Sie unserem Reinigungsteam, indem Sie möglichst keine Müll am Platz hinterlassen. Helfen Sie mit, unser Stadion sauber zu halten. Danke. Schön, Gamula. Und es gibt den Freischuss. Ja, sag ja. Gelb könnte es, also Rot wird es wahrscheinlich nie geben. Er war zwar durch gewesen, aber nee, wird ganz sein. Es gibt gar nichts mehr Schiedsrichter für die an der Karte. Ah, auch wieder nichts zu machen. Kobylanski, der Freischuss. Freischüsse kriege ich momentan noch nicht so wirklich hin. Ah, schade, ich dachte, sie kommt vorbei. Hab dich. Schönes Ding! Auch wieder nichts gemacht. Wieder keine Gefahr für den Keeper. Diesmal nicht. Und dann steht es 5-1. Und es ist der ehemalige Braunschweiger. Diesmal passt es dann. Zwei Freischüsse hat er an die Arme des Keepers gespielt und die beim dritten Mal sitzt er dann. Ja, so ein bisschen Frust von der Sinn. Schießen nach zwei sieglosen Spielen in Folge jetzt das dritte verhindert. Und das wäre nämlich das Aus mit dem DFB-Pokal gewesen. Aber zumindest mal die erste Runde überstanden. Und er hielt Renault das Ding. Ganz klar. Ja, wieder der Ball raus auf den Abwehrspieler, diesmal drunter das Ding. Und damit reicht das. Erste Pokalrunde schon mal überstanden. Ja, den Zweitligisten rausgehauen. Zur Pause stand es 1-1 und dann nochmals ging es eigentlich relativ gut. So, schnell zum Interview. Und das sind die anderen Spiele. Oh, Uerdingen raus, Nürnberg raus. Ah, gut. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns sind. Die Braunschweig hätte ich definitiv nicht erwartet. Ich hätte gedacht, es wäre ein schwieriges Spiel gewesen. Vor allem geht es jetzt auch in der Liga weiter. Da müssen wir nämlich auch wieder so ein bisschen nach vorne kommen. Ja, diesmal hat er gut gespielt, definitiv. Hab ein bisschen was gut gemacht im letzten Spiel, wo ich ihn ja dann quasi kurz vor der Pause rausgenommen habe. Und diesmal funktionierte das. Das war noch. Wir hätten höher gewinnen müssen. Ganz einfach. Wir hatten noch Chancen, noch ein paar Chancen mehr. Danke für dieses Gespräch. Und die gehe ich davon auch
aus, dass der Sieg in der Höhe verdient war. Das sollte nicht arrogant klingen, sondern es ist einfach so. Gut, ja, momentan sind wir nur auf Platz 9 und da waren wir ein bisschen weg. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und dann geht's mit dem nächsten Spiel auch weiter.